Das sind Puten mit unkopiertem Schnabel. Im Rahmen der Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz, finanziert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, soll dieses Projekt zeigen, wie Federpicken und Kannibalismus bei Puten minimiert werden können. Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Der Putenmastbetrieb von Ernst Linder in Ziertheim in Bayern ist als Demonstrationsbetrieb in Sachen Tierschutz Teil eines bundesweiten Netzwerkes, durch das neueste Erkenntnisse und innovative Entwicklungen modellhaft in die Praxis eingebracht werden. Geflügellandwirt Ernst Linder hält insgesamt 20.000 Putenhähne, teilweise unkopiert. 4.000 Tiere mit intaktem Schnabel stehen in diesem Aufzuchtstall bei einer Besatzdichte von 4,5 Tieren pro Quadratmeter. Weitere 4.000 in diesem Maststall mit einer Besatzdichte von 2,4 Tieren je Quadratmeter. Der Zustand der Tiere wird hier stetig kontrolliert. Wir machen 3 Kontrolldurchgänge je Tag, morgens, mittags, abends, um den Gesundheitsstatus der Tiere so gut wie möglich beobachten und betreuen zu können. Auch die Bonitierung einiger Tiere gehört zur täglichen Kontrolle. Warum treibt er so viel Aufwand? Ja, ich möchte die zukünftige Tierhaltung aktiv mitgestalten und praxistaugliche Möglichkeiten finden, die Tierhaltung zu verändern. Lindas eigene Idee im Projekt war das Aufstellen von solchen Tarnnetzen. Damit will er seinen Puten mehr Struktur im Stall zur Verfügung stellen. Wir haben versucht, den Wald in den Stall zu bringen. Die gehen zur Nahrungsaufnahme auf die Wiese und zum Verdauen ziehen sich zurück in den Wald, da wo es ein bisschen dunkler ist. Das haben wir versucht, mit dem Tarnnetz nachzuahmen. Solche Netze strukturieren den Stall in helle und dunklere Bereiche. Die Messung der Helligkeitswerte verdeutlicht den Lichtunterschied außerhalb und innerhalb des Tarnnetzes. Generell ist Licht ein Thema bei der Putenhaltung, weiß Dr. Jutta Berg. Wildputen leben auch heute noch in Mittel- und Nordamerika, wo sie auch herstammen. Unter diesen Lebensbedingungen haben sie ein vielfältiges Lichtspektrum. Das heißt, sie nutzen sowohl Steppen, lichte Baumbestände, aber eben auch Gebirge bis über 3000 Meter Höhe. Und wir wissen eigentlich bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch nicht, was ist das optimale Licht für unsere Tiere. Picksteine dienen dazu, dass sich die Tiere die Schnäbel abwetzen. In den Picksteinen sind Weizenkörner, Luzernekörner, Roggenkörner. Und die Tiere müssen die Körner einzeln von dem Pickstein lösen, um an die heranzukommen. Der Reduzierung von Stress dienen selbstgebaute Aufsitz- und Unterschlupfmöglichkeiten. Wir haben dazu ein Gitterrosch genommen, wo sich die Tiere gut festhalten können. Mit Aufstieg, dass die Tiere leicht hochlaufen können und auch wieder runterlaufen. Schwache Tiere können sich zurückziehen, nach unten, ein bisschen drunter. Und dort ist auch das Licht ein bisschen dunkler, wo sich die Tiere dort dann wohlfühlen. Zusätzlich zu den Kontrollgängen und Bonitierungen setzt Ernst Linder auf die Videoüberwachung mit mehreren Kameras in allen Ställen, um seine Tiere immer im Blick zu haben. In den Mastställen sind die Puten mittlerweile 17 Wochen alt und zu stattlichen Tieren herangewachsen. Auch hier kontrolliert Ernst Linder dreimal täglich den Zustand der Puten. Unverzichtbar zur Beurteilung ist es, immer wieder einzelne Tiere zu fangen und bestimmte Körperstellen genau in Augenschein zu nehmen. Die unkopierten Tiere haben einen richtig spitzen, scharfen Schnabel. Dadurch ist das Verletzungspotenzial bei den Tieren wesentlich höher. Wir haben einen höheren Aufwand und durch die 3% mehr Verluste einen Gewinnausfall. Was Dr. Berg nicht verwundert. In der gegenwärtigen Bedingung gestaltet sich es häufig noch sehr schwierig, Tiere mit intaktem Schnabel zu halten.
da wissenschaftliche Erkenntnisse fehlen, wie man entsprechend gegensteuern kann, wenn man dieses Verhalten vorfindet, aber natürlich auch noch zu wenig Praxiserfahrungen da sind. Langfristig sollte aber angestrebt werden, auch aus Sicht des Tierschutzes, auf das Schnabelkürzen zu verzichten. Für verletzte Tiere gibt es gesonderte Ruhebuchten, sozusagen als Krankenstation. Hier werden die minderschweren Verletzungen täglich mit Wundspray versorgt. Verletzungen finden wir ja nicht nur bei Puten mit intaktem Schnabel, sondern auch, wenn die Schnäbel kupiert sind. Nur die Verletzungen sind halt entsprechend größer und schwerwiegender. Führen auch häufig zu einer erhöhten Mortalität bei den Tieren. Wenn Verletzungen im Stall auftreten, geben wir als erstes vermehrt Beschäftigungsmaterialien in den Stall. Wenn das keine Wirkung zeigt, wird zusätzlich Magnesium über das Tränkwasser den Tieren bereitgestellt. Um die Tiere zu beruhigen. Kommt es zu einem Ausbruch von Federpicken, hilft nur noch ein vorübergehendes Abdunkeln des Stalls. Ich habe schon erlebt, dass beim morgendlichen Durchgang war keine Anbefekte. Dann zwei Stunden später waren dann 50 bis 60 anbefekte Tiere. Da muss man dann den Stall schnell dunkel machen, weil sonst geht es schlagartig weiter von 50 auf 100 auf 150. Klimaführung ist in den Offenstellen schwierig. Deshalb hat Ernst Linder zusätzlich Ventilatoren und eine Sprühkühlung installiert. Ich bekomme bei einer Außentemperatur von 30 Grad die Temperatur im Stall auf 24 Grad zurück. Bei der Umsetzung werden die Landwirte nicht allein gelassen. Im Rahmen der Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz analysieren Berater den Ist-Zustand im Stall, machen den Landwirt mit den Bonitieren vertraut und zeigen, worauf er bei den Tieren achten muss. Wir haben hier ein sehr schön ruhiges Tier, was wir uns von vorne bis hinten einmal anschauen können. Beim Schnabel angefangen, der ist hier tatsächlich ein bisschen abgebrochen. Gucken wir weiter. Stirnzapfen haben wir bei diesem Tier gar nicht mehr vorhanden. Der muss wohl irgendwann in der Aufzucht mal so massiv gepickt worden sein, dass der mittlerweile jetzt in der Mastphase ab ist. Wenn wir hier weiterschauen, im Halsbereich ist auch alles wunderbar. Dann gucken wir uns die Flügel an. Wir haben also weder Federpicken am Flügel noch Verletzung. Das ist alles tadellos hier. Sehen Sie das? Hier ist eine Verletzung, die ist ungefähr schon 1 Zentimeter groß. Der Zustand einzelner Körperregionen des Tieres wird auf einem Ergebnisblatt mit Noten bewertet. Grundsätzlich ist diese Tierbeurteilung ein Handwerkzeug, egal ob in der Aufzucht oder in der Mastphase, um einfach den Status quo der Herde zu erfassen. Das Beispiel von Ernst Linder zeigt, dass durch innovative Ideen und Maßnahmen zur Strukturierung und Beschäftigung die Putenhaltung weiter optimiert werden kann. Ich würde auch gerne mit dem Projekt weitermachen, um die letzten Probleme in den Griff zu bekommen und dass es den Tieren gut geht. Das Risiko von Federpicken und Kannibalismus kann also durch geeignete Tierschutzmaßnahmen verringert, wenn auch noch nicht ganz ausgeschlossen werden. Weitere Forschung, mehr Zeit und gemeinsam mit den Landwirten erprobte praxistaugliche Lösungen sind notwendig, um dem Ziel näher zu kommen.